Cem Özdemir hat es getan. Er hat die Ice Bucket Challenge bestanden. Doch was war das? Neben ihm entdeckten findige Zuschauer eine kleine grüne Hanfpflanze. Özdemir gab schnell zu: Ja, es ist eine Hanfpflanze. Wir Grünen sind Freunde der Freiheit. Doch wer wie Cem meint, dass man Schweinen erst die Schnauze abschneiden muss, damit sie in den Stall passen, der kann sich auch bei Pflanzen mal irren. Macht aber gar nichts, wir haben genau recherchiert. Ergebnis: Der Hanf war aus politischen Gründen lediglich vorgeschoben. In Wahrheit war es eine andere Pflanze, der Mais. Cem weiß genau warum. Denn fünf Maispflanzen versorgen einen Menschen einen Tag mit Sauerstoff. Und den braucht man, um klar zu denken. Das müssen Politiker. Hanf hilft dann nicht wirklich weiter. Deshalb ist Mais in und Hanf out. In meinem Video zu meiner Ice Bucket Challenge habe ich dazu ein sanftes politisches Statement eingebaut, sagt der Cem. Das wird dann wohl lauten: Ab in den Ja. Mais, atmen statt rauchen und dann erst die Pflanze vorsichtig ernten. Denn Mais bringt verrauchte Energie zurück.